1946 sah ich die Gemälde Francis Bacons zum ersten Mal. Sie fesselten mich so sehr, dass ich einfach über sie schreiben musste. Vielen anderen Betrachtern erging es ähnlich. An Francis Bacon schieden sich die Geister. 40 Jahre später wird die Auseinandersetzung um Bacon noch ebenso heftig geführt wie damals. Sein Werk berührt einen Nerv. Der Betrachter spürt, dass es eine wichtige Aussage zur Situation des Menschen macht. Und es stellt sich die Frage, ob diese Aussage übersteigert und eigenwillig oder unmittelbar und voller Schärfe ist. Eines ist sicher, die Person Bacon ist unmittelbar und scharf. Dieser Künstler zeigt eine bemerkenswerte Unabhängigkeit des Geistes, Kraft und Unbarmherzigkeit, und dies vor allem sich selbst gegenüber. 1949 traf ich ihn zum ersten Mal und ich habe seine Arbeit bis heute immer wieder begleitet. Wir führten endlose Gespräche über sein Werk und seine Arbeitsweise. Und doch bleiben beide ein Rätsel. Als du angefangen hast auszustellen, da fanden deine Gemälde doch gleich eine sehr starke, aber auch ambivalente Aufnahme. Diese Ambivalenz zeigt sich am besten in einer Äußerung des großen Raymond Mortimer aus dem Bloomsbury-Kreis. Er schrieb damals, würde Francis Bacon uns doch eine Rose malen. Anders gesagt, du warst ein herausragender Maler, nur warum musstest du dir ausgerechnet diese morbiden Themen aussuchen? So ähnlich wurde das doch damals aufgefasst. Und ich glaube, daran hat sich in den letzten 35 Jahren auch nicht viel geändert. I don't even know that the attitude has changed all that much in the intervening 35 years or so. But then if you think of, if we take that up about why doesn't he paint a rose? Bleiben wir einmal bei der Frage, warum malt er uns keine Rose, dann sehen wir doch, dass auch eine Rose sehr vergänglich ist. Diese wunderschöne Rose stirbt in ein oder zwei Tagen, ihr Kopf neigt sich und sie verwelkt. Ist der Unterschied zwischen einer Rose und meinen Inhalten denn dann so groß? Ich sehe nur einen Unterschied, nämlich den im Thema. Is there a great deal of difference between a rose and my subject matter, really? It's only a difference of subject matter. Und ich weiß auch nicht, warum es immer heißt, ich befasse mich mit schockierenden Themen. Ich finde sie nicht schockierend. Wahrscheinlich bekommt man dieses Etikett immer dann, wenn es einem gelingt, die Spannung des Lebens so direkt wie möglich zu vermitteln. As directly as you possibly can, the excitement of life, they have labeled that as being a horrific side. Ich weiß nicht, ob man glaubt, du wählst schockierende Themen oder ob man einfach meint, dass du selbst bei einem neutralen Gegenstand, wie einem Mann auf einem Stuhl oder einem wirklich schönen, wie einem Liebespaar, irgendetwas Morbides oder Grauenerregendes hineinbringst. Well, it's certainly something I don't try to put into my work at all. Das versuche ich ganz sicher nicht in mein Werk hineinzulegen. Nur bemühe ich mich, die Wirklichkeit eines Gegenstandes so intensiv wie möglich zu erfassen. Und es kann sein, dass dabei dieses Element der Vergänglichkeit sehr stark mit hereinspielt. Denn je heftiger und intensiver du lebst, desto bewusster muss dir der Gedanke des Todes sein. Die Atmosphäre eines Raumes beeinflusst mich sehr stark. Und so wusste ich auch gleich, als ich hierher kam, dass ich hier würde arbeiten können. Hier bin ich nun schon 22 Jahre. Wenn du zurückdenkst, ich weiß gar nicht mehr genau, seit wann das ist. Seit 61, glaube ich, 1961. Ich weiß auch nicht, wie man die Atmosphäre eines Raumes erklären kann. Vielleicht liegt es an der Bauweise. I suppose it's the form of construction. When you first saw it, was it the light that particularly made you like it? Gefiel dir vor allem das Licht? No, because I had the ceiling taken off this place. Nein, denn ich habe die Decke abtragen lassen. Und dann das Licht. Es war nicht ideal, weil es von Osten und Westen einfällt. Das ist nicht ideal. Aber ich wusste einfach, dass ich in dieser Atmosphäre arbeiten kann. Ich habe mir hier um die Ecke ein wunderschönes Atelier gekauft und es viel zu großartig hergerichtet. Herrlich, mit Teppichboden, wunderschönen Vorhängen, perfekten Lichtverhältnissen und allem. Aber ich brachte dort einfach nichts zustande. Ich war dort absolut kastriert. Es gelang einfach nichts.
Aber hier musst du die meisten der Gemälde gemacht haben, die es noch gibt, wenn man einmal annimmt, dass du nicht mehr so viele zerstörst wie früher. I think I have painted a great number of them here, yes. Die meisten wohl schon, ja. Deshalb hoffe ich auch immer, dass ich hier bleiben kann, bis ich tot umfalle. Aber das weiß man alles nicht. That's things one doesn't know. Große, gegenständliche Gemälde wie deine sind ja recht ungewöhnlich. Und für figurative Darstellungen sind deine Formate sehr groß. Du musst also ziemlich genau im Voraus wissen, wie du eine oder mehrere Figuren auf der Leinwand anordnen willst. Well, yes, it is clear. Ja, natürlich, aber wie ich schon sagte, entwickelt sich das während des Malens. Ich mache vorher keine Skizzen. Ich entwerfe ein Bild nur ganz grob mit dem Pinsel, manchmal nur in ganz vagen Umrissen. Und ich weiß vorher auch nicht genau, wie es werden soll. Ich habe nur eine ganz allgemeine Vorstellung von dem, was ich machen will. Und die entwickelt sich dann im Verlauf meiner Arbeit. Wenn du von einer allgemeinen Vorstellung sprichst, fällt mir ein, du hast früher einmal zu mir gesagt, du könntest tagträumen und dabei alle möglichen Bilder sehen, die du malen willst und die dann wie Dias in deiner Vorstellung erscheinen. Ich habe mich immer gefragt, wie präzise, wie klar diese Vorstellungen sind, bevor du überhaupt anfängst zu arbeiten. Es sind keine sehr klaren, sondern nur sehr allgemeine Vorstellungen von dem, was ich vorhabe. Und es stimmt zwar, dass sie in meinen Tagträumen oft wie Dias auftauchen, aber diese Dias sind nicht sehr detailliert. Sie vermitteln nur einen allgemeinen Eindruck. Aber zum Beispiel eine Figur auf einem Bett oder zwei Menschen, die sich lieben, oder... Ja, schon. Aber das entwickelt sich auch wieder während der Arbeit. Manchmal werden sie präzisiert und manchmal werden sie auch völlig anders. Hier kommt etwas herein, über das wir schon oft gesprochen haben, der Zufall oder wie du das auch immer nennen willst. Aber das spielt erst dann eine Rolle, wenn man schon angefangen hat. Und du meinst, Fotografien sind dir dabei eine Hilfe? Ich verwende Fotos so, wie andere Maler Modelle oder Gegenstände oder was auch immer verwenden. Denn eine Fotografie hemmt mich viel weniger als ein Modell, das vor mir sitzt. It's true to say that in portraits that I've done, that I've only done portraits of people that I know already. Es stimmt, dass ich nur Porträts von Menschen gemalt habe, die ich schon sehr gut kannte und die ich oft gesehen hatte. Denn ich habe immer noch Fotos von ihnen, auf die ich zurückgreifen kann, einfach um mein Gedächtnis für ihr Aussehen zu trainieren. To jog my memory as to what they, how they looked. Liegt die Herausforderung, einen Menschen zu porträtieren, für dich auch darin, dass du spürst, wie leicht eine Karikatur entsteht und welche Gefahr darin liegt? Ich glaube nicht, dass darin die Herausforderung liegt, aber ich denke, dass du dich oft der Karikatur näherst, wenn es dir gelingt, die Intensität der Erscheinung einer Person wirklich zu vermitteln. And I think this is one of the reasons that the most people go to the most academic. Wahrscheinlich gehen auch deshalb so viele Menschen zu einem konventionellen Maler, wenn sie ein Porträt von sich haben wollen. Aus irgendeinem Grund ist ihnen eine Art Farbfoto lieber als die Vorstellung, so eingefangen zu werden, wie sie wirklich sind. Wenn ich dich ansehe, denke ich, ich sehe dich. Aber das stimmt nicht. Ich kann nicht einfach erklären, was du bist. Ich sehe dich und könnte dich fotografieren, aber dann wüsste ich immer noch nicht, was deine Wirklichkeit ist. Man müsste eine Technik finden, durch die alle Schwingungen der Wirklichkeit einer Person herausgebracht werden.
You can give over all the pulsations of a realism of a person. Ich rede Unsinn. Nein, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie das gelingen könnte. Die Schwingungen? Ja. Giacometti used to say that for him the difference between a live being and a skull was the gaze. Giacometti sagte immer, der Unterschied zwischen einem Lebewesen und einem Totenschädel liege im Blick. Und er versuche, den Blick zu erhaschen. Anders gesagt, er konnte diese Schwingungen definieren. Würde dir das auch gelingen? Giacomettis Definition ist doch sehr eng. Ich denke nicht, dass es nur der Blick ist. Schließlich nimmt man die gesamte Struktur einer Person wahr. Natürlich hat Giacometti recht, der Totenschädel ist abstrakter, weil er keine Augen hat. Aber da ist ja auch noch die Nase, der Mund, die Zähne, die Zunge, die Lippen und alles andere. Auch das ist ja da. Er definiert also sehr eng, wenn er sagt, es sei nur der Blick. I mean, I know that now with all the modern... Wie will man mit all den modernen Errungenschaften, den mechanischen Hilfsmitteln, Kino und Film und allem anderen, die Wirklichkeit einfangen? Wie willst du eine Erscheinung einfangen, ohne sie einfach abzubilden? Das ist eine der großen Auseinandersetzungen und eine der großen Herausforderungen des gegenständlichen Malens heute. And so, I think a painter... Deshalb meine ich, dass ein Maler, wenn er das Leben darstellen will, eine sehr, sehr viel intensivere und stärker reduzierte Form finden muss. Gewissermaßen die Intensität einer raffinierten Einfachheit. It has to have the intensity of a very, you may say, you can call it sophisticated simplicity. I mean, you have to abbreviate. You have to abbreviate it into intensity. Er muss zur Intensität verkürzen, denn es ist sinnlos, jemand einfach abzubilden. There's no point in just making an illustration of somebody. But you don't just abbreviate. Du verkürzt aber nicht nur, du zwingst deinem Gegenstand auch einen bestimmten Rhythmus, manche würden vielleicht sogar sagen, eine Deformation auf. Warum müssen moderne Künstler wie du so stark deformieren? Das sehe ich wieder als eine Frage des Realismus. Denn ein Porträt ist erst dann ein großes Porträt, wenn es das wiedergibt, was man als den Realismus des Dargestellten bezeichnen könnte. Und was einen völlig unabhängig von der Deformation oder Veränderung auf die Person zurückverweist, deren Wirklichkeit man einfangen will. I mean, we're talking about something very, very difficult. We're talking about the extreme points of realism. Wir sprechen hier wirklich über etwas sehr Schwieriges, nämlich über die extremen Aspekte des Realismus. In gewisser Weise sind nur sie interessant. Und da die Techniken des Films und aller anderen Aufnahmeverfahren immer besser wurden, wurden diese Aspekte auch für den Maler immer interessanter und zugleich immer enger abgesteckt. Er muss kreativer sein, wenn er die Wirklichkeit vermitteln will. Er muss die Realität neu erschaffen. Seine Fantasie muss geradezu die Realität bis auf das Nervensystem wegschwemmen, weil es in der Malerei nichts mehr gibt, was man als natürlichen Realismus bezeichnet. Könnte. Dieser kann nur neu geschaffen werden. Der Zufall kann überall mitspielen. Aus der Art, in der du die Farbe aufträgst, kann plötzlich eine neue Form entstehen.
Du weißt, dass ich zum Malen auf der Leinwand, auch bei kleineren Formaten, ziemlich große Pinsel verwende. Dabei siehst du, dass der Strich, den du ziehst, dich zu einem anderen führt, von dem aus du dann weiterentwickeln kannst. So ist das also. Und manchmal, wenn ich arbeite, ist mir ein Bild so zuwider, es hängt mir so sehr zum Hals heraus, dass ich einfach den Pinsel nehme, es kreuz und quer übermale und denke, Mist, das wird alles nichts. Und plötzlich entsteht aus diesem Chaos die Möglichkeit zu einem Bild, an das ich zuvor gar nicht gedacht hatte. Comes the possibility of making an image I hadn't thought of before. For instance, that painting in the Museum of Modern Art, I first tried to do. Nimm zum Beispiel das Gemälde im Museum of Modern Art. Da wollte ich, glaube ich, zuerst einen Gorilla im Kornfeld malen. Dann sollte es ein sich niederlassender Vogel werden. Und schließlich führte mich jeder Pinselstrich zu dem jetzigen Bild, das ein reines Zufallsbild ist. Aber warum ein Zufallsbild? Ich habe nie daran gedacht, ein solches Bild zu malen. Also ein Bild, das aus dem Unbewussten kam, aber ist das ein Zufallsbild? Wenn du mir erklärst, was das Unbewusste ist, dann kannst du sagen, es sei kein Zufall. Ist ein Traumbild ein Zufallsbild? Ich weiß es nicht. Da musst du Freud fragen. Ich dachte, du willst mich etwas über meine Jugend fragen, oder genauer über meine Kindheit. Ja. Ich wurde in Dublin geboren. Mein Vater trainierte Rennpferde. Er war kein Ire, aber ich wurde in Dublin geboren. Weder mein Vater noch meine Mutter waren Iren. Und trotzdem wurde ich in Dublin geboren. Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs wuchs ich in Kildare auf. And then my father went into the war office here, and so we came to live in London for a time. Dann ging mein Vater hier zum Kriegsministerium und so lebten wir eine Zeit lang in London. Bis ich 16 war, hatte ich also meinen Schwerpunkt zwischen England und Irland. Das erste Haus, in dem wir wohnten, hieß Kenny Court und war nicht weit von der Curragh im County Kildare. Später lebte ich im damaligen Abbey Lees, dem heutigen Lees, in einem wunderschönen Haus namens Farmley. And we lived in a beautiful house there called Farmley. Then when I was about 16, I left. Als ich dann etwa 16 war, ging ich von Irland nach London. Meine Mutter war eine geborene Firth und hatte ein wenig Geld. Sie gab mir 3 Pfund pro Woche, von denen man damals noch leben konnte. She made me an allowance of £3 a week. In those days, you could exist on £3 a week. And I went to Berlin. Und ich ging nach Berlin. Dort war ich nicht sehr lange, aber ich war etwa 1927, 28 in Berlin, einem der großen Jahre der sogenannten Dekadenz. Und dann war auch das Berliner Nachtleben damals für mich sehr aufregend. Ich kam ja fast direkt aus Irland und allein schon den Kurfürstendamm hinunterzugehen war richtig aufregend für mich. So etwas hatte ich noch nie gesehen, denn ich kam ja aus dem irgendwie sehr puritanischen Irland in eine damals ganz offene Stadt. Wirklich aufregend. In dem Alter fasst man das gar nicht. Man wundert sich nur über alles, was um einen herum passiert. I then went to Paris, and I stayed for a short time in Paris, and was about. Anschließend ging ich eine Zeit lang nach Paris, wo ich in der Galerie Rosenberg eine Picasso-Ausstellung sah. Und ich glaube, damals habe ich gedacht, jetzt versuche ich auch zu malen. At that moment, I thought, well, I will try and paint too. Well, that was about 1928. Then. I tried to paint for a long, long time and practically nothing. Das war etwa 1928. Ich versuchte also sehr lange zu malen, machte aber praktisch nichts und fing noch nicht wirklich an. Ich hatte über lange Zeit nur kleine Jobs, aber als dann der Krieg kam, wurde ich nicht eingezogen, weil ich Asthmatiker war. Ich war also auf mich allein gestellt und fing dann wirklich an zu malen. Etwa 1943, 44.
When at Lefebvre we had that first exhibition with Henry Moore, Graham Sutherland. Und was ich damals malte, ich hatte in der Lefebvre-Galerie die erste Ausstellung zusammen mit Henry Moore und Graham Sutherland und anderen. Und ich zeigte drei Studien zu Figuren am Fuß einer Kreuzigung. Was ich damals malte, wurde vom Publikum entschieden abgelehnt. Und ich erinnere mich noch, wie einer der üblichen stümperhaften Kritiker zu mir sagte, warum wollen Sie eigentlich etwas machen, was Picasso schon vor Ihnen gemacht hat? Ich denke schon, dass es einen kleinen Unterschied zu Picasso gibt. Auch wenn meine Arbeit sehr stark von ihm beeinflusst war, enthält sie etwas anderes. Wie soll ich nun weitermachen? Was habe ich noch zu sagen? Was hielten deine Eltern davon, dass du Maler werden wolltest? Meine Beziehung zu meinen Eltern war nie besonders gut. Wir verstanden uns nie. Mein Vater, ich meine, allein schon die Vorstellung, dass ich Künstler werden wollte, schockierte sie. Schließlich sollte ich ja meinen Lebensunterhalt verdienen. Und sie dachten, als Künstler schaffst du das nie, keine Chance. Also waren sie absolut dagegen. Welche Schulen hast du besucht? Eine Weile ging ich in eine Schule namens Dean Close in Cheltenham, eine mittelmäßige Privatschule. Dort gefiel es mir nicht und so lief ich immer wieder weg. Schließlich nahmen sie mich von der Schule. Ich war nur etwa ein Jahr lang dort gewesen. Meine Bildung hielt sich also in Grenzen. Ich will damit sagen, ich bin eher Autodidakt, weil mir damals mein Vergnügen lieber war. Wenn man jung ist, will man seinen Spaß haben. Zurück zu deiner Malerei. Steht sie in irgendeiner Beziehung zur surrealistischen Malerei? Deine Formen zeigen oft eine Ambiguität, die mich daran erinnert. Ich mag die Surrealisten nicht besonders. Sie sagen mir eigentlich nicht sehr viel. Aber ich weiß natürlich, was für einen großen Einfluss sie hatten. Andererseits warf der Surrealismus uns auf Freud zurück und auf viele Dinge in der Vergangenheit. Bei mir jedenfalls war das in vielerlei Hinsicht so. Man könnte sagen, dass er mich auf Shakespeare und Aeschylus zurückwarf. Schließlich gibt es nichts Surrealistischeres als Aeschylus und Shakespeare. And when I talked about the brutality of fact in Picasso, und wenn wir oder ich über die Gewalttätigkeit des Wirklichen bei Picasso reden, dann meine ich, dass Picasso sie irgendwie unmittelbarer und weniger expressionistisch darstellen konnte. Da schien nur die Wirklichkeit selbst zu sein, nicht aber der Wille, sie darzustellen. Du denkst bei deiner Arbeit nicht daran, wie du diese Gewalttätigkeit zum Ausdruck bringen könntest? Überhaupt nicht. Ich versuche auszudrücken, was da ist. Nein, ich glaube wirklich nicht, sonst wäre ich auf jeden Fall ein Expressionist. Welche anderen Maler haben dich beeinflusst? Velázquez zum Beispiel. Der allgemeine Einfluss, den Velázquez auf mich hatte, ist extrem schwierig zu analysieren. Ich glaube, es war einfach der Grundton, die Atmosphäre seines Werkes, der hohe Anspruch, der darin zum Ausdruck kommt. Denn ich bin der Ansicht, dass Velázquez wahrscheinlich einer der anspruchsvollsten Maler war, weil er nicht nur ein so sicheres Farbempfinden besaß, sondern auch seine Bildersprache so erstaunlich gut im Griff hatte. Das Porträt, das Velázquez von Papst Innozenz X. anfertigte, halte ich nicht nur für ein großartiges Porträt, sondern für eines der großartigsten Bilder in der Welt überhaupt. Und wie viele andere Menschen faszinierte es mich und ließ mich einfach nicht mehr los. Das ist wohl einer der Gründe dafür, dass ich es auch malte. Heute bedauere ich das oft. Schließlich gab es dieses Bild ja schon. Und was so perfekt ist, kann man nicht noch einmal machen.
Hast du den Eindruck, du übernimmst etwas als Bild noch nicht ausentwickeltes und unvollendetes, wenn du, wie bei Michelangelo, eine Zeichnung weiter bearbeitest? Well, this is the thing with the drawings of Michelangelo. Genau so ist es. Was Michelangelos Zeichnungen mir auf jeden Fall gegeben haben, ist ein Gefühl für die Möglichkeiten, die Raumtiefe des menschlichen Körpers darzustellen. Ich glaube, das vor allem habe ich von Michelangelo gelernt. Sein Sinn für Körperlichkeit war hervorragend. Und ich denke, gerade weil diese Zeichnungen nicht vollendet sind, können sie mir formale Anstöße geben. Deshalb boten sie mir auch immer einen so starken und außergewöhnlichen Anreiz, sie weiterzuentwickeln. And that is one of the reasons that they've always been a very, very strong, a marvelous thing to use for me from a formal point of view. I mean, I've used my bridge, for instance, very often. It's a very interesting work. Ich habe zum Beispiel Muybridge sehr oft verwendet. Sein Werk ist außerordentlich interessant und seine Bilder gaben mir viele Hinweise auf die Möglichkeiten der Darstellung des menschlichen Körpers. Ich habe ein Bild mit Ringern gemalt, das auf Muybridge aufbaut. Die beiden Figuren ringen auf einem Bett miteinander. Deshalb hat es natürlich alle möglichen Titel, die Schwulen und alles mögliche andere. Wahrscheinlich, weil sie auf einem Bett kämpfen und nicht einfach auf dem Boden. Und da dachten die Leute, es sei eine sexuelle Szene. Natürlich wäre es schwer zu erklären, warum man auf dem Boden weniger sexuell sein soll als im Bett, aber manche Leute scheinen zu denken, der Geschlechtsakt finde nur im Bett statt. Why people shouldn't be just as sexual on the ground as on the bed would be hard to explain. But some people seem to think that the act of sex only takes place in a bed. Oh, come in, John. I'm glad you're... Glad you came down. David is just asking me the most difficult question. Komm rein, John. David stellt mir gerade die schwierige Frage, welche Dinge zu den Grundvoraussetzungen eines Künstlers zählen. I think one of the things is that you have to know from prehistoric times right up to today the history of art. I think then. You have to, if you're going to decide to be a painter, then I think you've got to decide that you're not going to care if you make a real fool of yourself. Dazu gehört natürlich vieles. Zum einen muss man, selbst wenn es nur ansatzweise ist, die Kunstgeschichte von der Frühgeschichte bis heute kennen. Dann musst du, wenn du dich entschließt, Maler zu werden, auch entschlossen sein, zu ignorieren, ob du dich damit zum Narren machst. Du darfst keine Angst davor haben, dich zum Narren zu machen. Und schließlich musst du Themen finden, in denen du wirklich aufgehst und sie anpacken und umsetzen oder einsetzen, wie du es auch nennen magst. You see, I know that I've looked at everything, but I've looked also a great deal at the cinema. Weißt du, ich sehe mich überall um, sehr häufig auch beim Film. Und als ich noch erheblich jünger war, war ich sicherlich auch von Eisensteins Filmen beeinflusst, besonders von seinem ganz frühen Film Streik und auch von Panzerkreuzer Potjomkin. Und du weißt ja, dass ich die schreiende Kinderschwester selbst sehr oft eingesetzt habe. Leider wohl nie so gut wie Eisenstein in seinem Film. Vielleicht geht das im Film doch besser. Well then, after that I was also have been very influenced by the films of Buñuel. Dann war ich auch von Buñuels Filmen sehr stark beeinflusst. Besonders von Le Chien Andalou und L'Âge d'Or. Denn ich finde, dass Buñuel genau wie Eisenstein eine bemerkenswert präzise Bildersprache hatte. Ich kann nicht sagen, in welcher Weise sie genau auf mich wirkten. Jedenfalls haben sie meine ganze Einstellung zum Visuellen geprägt. Und zwar in Bezug auf die Schärfe der visuellen Darstellung, die du schaffen musst. In the acuteness of the visual image that you've got to make. Du hast doch eigentlich ziemlich wenig Modelle gehabt. Stimmt. Isabel Rawsthorne, Lucian Freud, Frank Auerbach, George Dyer, Peter Lacy, Muriel Belcher. Muriel Belcher.
Meiner Mutter gefällt das Porträt, das Francis von mir gemalt hat, das Triptychon. Meinem Vater glaube ich nicht so sehr. Er findet es ein bisschen überspannt. Was meinst du, warum gefällt es deiner Mutter? Weil sie findet, dass es mir ähnlich ist. Sie kann mich darin sehen. Sieht sie sich oft moderne Malerei an? Nein, nie. Aber mich. Ich glaube nicht, dass seine Mutter sich besonders für Malerei interessiert. Nein, sie interessiert sich überhaupt nicht dafür. Das Porträt gefällt ihr einfach, weil sie findet, es sei ziemlich ähnlich. Wie ich, ja. Wie er. I wouldn't have bothered to ring. You said I really didn't know. That's what you wanted me to do on the hospital. Ah, I'm glad they put it. Und ich bin froh, dass Sie das Bild an dieses Ende der Galerie gehängt haben. Ich denke, so sieht es besser aus, nicht? Viel besser. An diesem Ende der Galerie. Besser als vorhin auf der anderen Seite. Ja. Und ich bin froh, dass Sie dies hier genommen haben. Das ist ein Bild, das ich sehr schnell gemalt habe. Und ich habe es noch nicht sehr oft angesehen. Ich freue mich, es wiederzusehen. Thank you. Wie ist die Kritik, Francis? In Ordnung. Ich meine, ist sie gut oder richtig schlecht? Sie ist gut, aber nichtssagend. Kritiken sind nie etwas. It's good, but it's nothing. Which I mean, it was. It's all right, isn't it? It's all right. Yes, it's perfect. I think it was. In America, it's considered as a good idea. Is it? Yeah. It's just nothing. You know, it never is anything. No, of course. That's all right. Trinkt sonst keiner was? Wenn wir zusammen essen gehen und ich einen Wein aussuchen soll und dann, damit es nicht zu verschwenderisch wird, einen sehr guten Tropfen aus der zweiten Reihe aussuche, dann nörgelst du dich irgendwie durch die erste Flasche und sagst dann, jetzt wollen wir etwas Ordentliches trinken und bestellst einen Latour oder Lafitte. I see. Well, ich glaube, beim Wein ist es genauso schwierig, dich zufriedenzustellen wie in der Malerei. Ihr gefällt von dir nicht viel und von anderen nicht viel, und du magst nur das Beste vom Besten. In Irland hat meine Mutter immer sehr einfach, gut, aber sehr einfach gekocht. Ochsenschwanzsuppe und Shepherd's Pie. Dinge, die unübertroffen gut schmecken, wenn sie anständig zubereitet sind. Manche sagen, ob mit oder ohne Wein macht keinen Unterschied. Ich habe einmal, da war ich natürlich betrunken, einen wunderbaren Eintopf gekocht und eine Flasche Petrus dazu geschüttet. Der hat damals etwa 90 Pfund gekostet und ich nahm ihn natürlich nur, weil ich ziemlich blau war. Aber so ist der Eintopf jedenfalls hervorragend geworden. Weißt du noch? I have that portrait of Van Gogh. Das Van Gogh-Porträt habe ich hier, weil er einer meiner großen Helden ist. Ich meine, dass man in seinem Werk etwas ganz Besonderes findet, weil er fast naturgetreu sein konnte und doch durch seine Technik und seine Art, auf die Farbe aufzubauen, und obwohl er eine wunderbare Darstellung der Realität erschuf, sie nicht einfach abbildete. Although he gave you a marvelous vision of the image of the reality of things, he was able to do it without making an illustration of them. I saw it very clearly when I was once in Provence. Ich sah das einmal sehr genau, als ich in der Provence war und mir den Teil der Croix ansah, in dem er einige seiner besten Landschaftsbilder gemalt hat. Und in dieser absolut kargen Landschaft sah man also, dass er durch seine Art, die Farbe aufzutragen, sie zu einem so erstaunlichen Leben erwecken konnte, wie es durch eine einfache Abbildung gar nicht möglich gewesen wäre. Das ist eines der Dinge, über die wir vorhin im Zusammenhang von Fotografie und Malerei sprachen. Ein Fotograf hätte niemals das zustande gebracht, was Van Gogh in der Croix gelang. Und zwar eben aufgrund seiner Technik, seiner Art, die Farbe einzusetzen. Und das macht sein Bild lebendig und stellt die Wirklichkeit dessen dar, was die Croix ausmacht. Einfach eine kahle Ebene.
Ich sehe hier unter anderem die Düne. Is the painting of the sand dune. Ah, yes. I know it's a painting that you like. Ja, ich weiß, dass dir das Bild gefällt. Seltsamerweise sagen viele aus irgendeinem Grund, für sie habe es etwas mit dem menschlichen Körper zu tun. It has to do with the human body. But I must say, ich muss sagen, so habe ich es noch nie gesehen. Für mich war es immer nur eine Düne. Du hast sie mit dem Staub deines Studios gemalt. Ich habe mit dem Staub des Studios gemalt. Es war gar nicht so einfach, so viel Staub vom Boden zu sammeln. Aber nebenan auf den Bildern und sonst überall gibt es eine ganze Menge. Und so habe ich einfach gemalt. Ich nahm einen Lappen und trug den Staub fast so auf, wie man frische Farbe aufträgt. Und als das Bild trocken war, habe ich es fixiert, wie ein Pastell. Denn weißt du, ich habe allerdings nicht hier oben, sondern in der Tate Gallery ein Bild von einem Freund, dessen Anzug sieht einwandfrei aus, obwohl ich praktisch keine Farbe verwendet habe. Der Anzug ist mit dem Staub vom Fußboden gemalt. Staub scheint einfach ewig zu währen, weil nur er allein alles überdauert. Und ich habe etwas gesehen, das mich sehr freute. Er schien so frisch zu sein wie vor 40 Jahren, als ich ihn auftrug. Mein Gott, wo hast du bloß all den Staub hergenommen? Den Staub finde ich überall hier. Ich meine, es gibt doch jede Menge Staub. Warte einfach ein wenig und du siehst, wie er sich ansammelt. Ich habe gerade kein besonders gutes Beispiel. Er sammelt sich einfach an. Wenn nicht, kehre ich ihn zusammen. Er wird hier oft ein wenig farbig. Hier, siehst du, das ist doch die optimale Farbe für einen grauen Anzug. Und mit einer solchen Schicht ist nun sein ganzer grauer Anzug bedeckt. Und er hat sich in den letzten 40 Jahren nicht im geringsten verändert. Im Augenblick ist es jedoch ziemlich sauber. Ja, im Vergleich zu sonst manchmal. John und ich haben uns wirklich bemüht, hier ein wenig aufzuräumen und sauber zu machen, weil man sich einfach nicht mehr bewegen konnte. Es war, als ob ein großer Hund hier drin uns einfach nicht mehr hereingelassen hätte. So voll war es hier. Den meisten Fotografen gefallen die Wände hier, weil ich sie als Palette benutzt habe. Sie mögen die vielen verschiedenen Farben und all das an den Wänden und der Tür. Deshalb wäre ich auch sehr traurig, wenn ich von hier weg müsste. Ich fühle mich in diesem Chaos zu Hause, weil mich auch das Chaos zu Bildern anregt. Ich brauche es nicht, aber ich lebe gern im Chaos. Jedenfalls brauche ich nur in einen neuen Raum zu gehen und schon herrscht dort innerhalb einer Woche das Chaos. Du bist nicht unsauber, nur unordentlich. Ich mag es, wenn die Dinge sauber sind. Ich will nicht, dass meine Tassen, ich will nicht, dass meine Teller vor Schmutz starren, aber eine chaotische Atmosphäre gefällt mir trotzdem. Du meinst also, dass es leichter ist, in einer chaotischen Atmosphäre zu arbeiten? Und ich will dir auch sagen, warum. Die Kunst versucht, Ordnung in das Chaos des Lebens zu bringen. Und wenn du in einem ziemlich chaotischen Raum arbeitest, dann ist es sinnvoll, auf eine Ordnung hinzuarbeiten. Da stimme ich absolut mit dir überein. Niemand hätte das besser formulieren können als du eben. Denn was sonst sollte Kunst sein? Sie versucht, etwas aus dem Chaos der menschlichen Existenz zu machen. What is interesting is that it was a matter of indifference to you how. Ich finde es interessant, dass dir gleichgültig ist, wie du beim Publikum ankommst. The thing is, David, I only, you know, when I started to paint, I never, for instance, expected anybody to ever buy my work. I always thought that I would have to do some other kind of job to earn my living. Ich weiß nur, dass ich, als ich anfing zu malen, nie daran dachte, dass jemals jemand meine Arbeit kaufen würde. Ich dachte immer, ich müsste mir mit einem anderen Job meinen Lebensunterhalt verdienen. Dann hatte ich das Glück, hin und wieder auch Bilder verkaufen und von meiner Arbeit leben zu können.
Aber ich glaube, es ist mir immer noch so gleichgültig wie früher, was die Leute darüber denken. Als ich anfing, tat ich alles für mich selbst. Inzwischen interessieren sich ein paar mehr für meine Arbeit und ich verkaufe manchmal etwas. Meine Bilder sind schwer zu verkaufen, aber hin und wieder gelingt es doch. Sind deine Vorstellungen über das Leben, die Gesellschaft und so weiter schon früh in deinem Leben entstanden? Oder gab es auch Zeiten, in denen du ganz anders gedacht hast? Als ich jung war, dachte ich nur an mein Vergnügen. Aber ich dachte nicht wirklich darüber nach. Wahrscheinlich könnte man sagen, meine Lebensphilosophie sei gar keine. Ich denke, das Leben ist irgendwie so schwierig, dass man anderen Menschen gegenüber möglichst anständig und möglichst nachsichtig sein sollte und nur hoffen kann, dass sie genauso sind. Die Wirklichkeit sieht ein wenig anders aus, aber so ähnlich müsste es sein. Ich meine, ich habe keine sehr kohärente Lebensphilosophie, aber was heißt das schon für mich? Nichts. Meiner Meinung nach werden wir geboren und sterben. Und das ist alles. Und dazwischen tut man etwas, wenn man kann oder will. I'm from my own point of view, I know we're born and we die and that's it. And you do something in between if you can, or if you want to. It's often said about you that your work reflects a feeling of disgust about you. Es heißt oft, dein Werk reflektiere einen Abscheu vor den Menschen oder vor dir selbst. Well, I don't really know. Ich weiß nicht recht. Vielleicht haben die Leute den Eindruck, mein Werk sei geprägt von der Vergänglichkeit. Aber das ist es ja. Ich meine, genau das ist das Leben. Wir werden geboren, existieren eine Weile, machen aus unserem Leben, was wir können, und dann sterben wir. Was ist da sonst noch? Und wenn das jemand bewusst ist, kommt es vielleicht in seinem Werk zum Ausdruck. Ich versuche sicher nicht, diesen Aspekt besonders zu betonen. Mein Werk ist einfach gerade raus. I think it's just very straightforward. The intensity of a very, you may say, you can call it sophisticated simplicity. I mean, you have to abbreviate it into intensity. Er muss zur Intensität verkürzen, denn es ist sinnlos, jemand einfach abzubilden. There's no point in just making an illustration of somebody. You don't just abbreviate. Du verkürzt aber nicht nur, du zwingst deinem Gegenstand auch einen bestimmten Rhythmus, manche würden vielleicht sogar sagen, eine Deformation auf. Warum müssen moderne Künstler wie du so stark deformieren? As modern artists like yourself do distort. Well, I think of it as, again, as realism. Das sehe ich wieder als eine Frage des Realismus. Denn ein Porträt ist erst dann ein großes Porträt, wenn es das wiedergibt, was man als den Realismus des Dargestellten bezeichnen könnte. Und was einen völlig unabhängig von der Deformation oder Veränderung auf die Person zurückverweist, deren Wirklichkeit man einfangen will. To the person that you're trying to catch. I mean, we're talking about something very, very difficult. We're talking about the extreme points. Wir sprechen hier wirklich über etwas sehr Schwieriges, nämlich über die extremen Aspekte des Realismus. In gewisser Weise sind nur sie interessant. Und da die Techniken des Films und alle anderen Aufnahmeverfahren immer besser wurden, wurden diese Aspekte auch für den Maler immer interessanter und zugleich immer enger abgesteckt. Er muss kreativer sein, wenn er die Wirklichkeit vermitteln will. Er muss die Realität neu erschaffen.
Seine Fantasie muss geradezu die Realität bis auf das Nervensystem wegschwemmen, weil es in der Malerei nichts mehr gibt, was man als natürlichen Realismus bezeichnen könnte. Dieser kann nur neu geschaffen werden. Back onto the nervous system by his invention. Because there isn't such a thing in painting any longer as natural realism. It has to be reinvented. Der Zufall kann überall mitspielen. Aus der Art, in der du die Farbe aufträgst, kann plötzlich eine neue Form entstehen. Du weißt, dass ich zum Malen auf der Leinwand, auch bei kleineren Formaten, ziemlich große Pinsel verwende. Dabei siehst du, dass der Strich, den du ziehst, dich zu einem anderen führt, von dem aus du dann weiterentwickeln kannst. So ist das also. Und manchmal, wenn ich arbeite, ist mir ein Bild so zuwider, es hängt mir so sehr zum Hals heraus, dass ich einfach den Pinsel nehme, es kreuz und quer übermale und denke, Mist, das wird alles nichts. Und plötzlich entsteht aus diesem Chaos die Möglichkeit zu einem Bild, an das ich zuvor gar nicht gedacht hatte. Comes the possibility of making an image I hadn't thought of before. For instance, that painting in the Museum of Modern Art, I first tried to do. Nimm zum Beispiel das Gemälde im Museum of Modern Art. Da wollte ich, glaube ich, zuerst einen Gorilla im Kornfeld malen. Dann sollte es ein sich niederlassender Vogel werden und schließlich führte mich jeder Pinselstrich zu dem jetzigen Bild, das ein reines Zufallsbild ist. Aber warum ein Zufallsbild? Ich habe nie daran gedacht, ein solches Bild zu malen. Also ein Bild, das aus dem Unbewussten kam, aber ist das ein Zufallsbild? Wenn du mir erklärst, was das Unbewusste ist, dann kannst du sagen, es sei kein Zufall. Ist ein Traumbild ein Zufallsbild? Ich weiß es nicht. Da musst du Freud fragen. Ich dachte, du willst mich etwas über meine Jugend fragen oder genauer über meine Kindheit. Ja. Ich wurde in Dublin geboren. Mein Vater trainierte Rennpferde. Er war kein Ire, aber ich wurde in Dublin geboren. Weder mein Vater noch meine Mutter waren Iren. Und trotzdem wurde ich in Dublin geboren. Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs wuchs ich in Kildare auf. And then my father went into the War Office here, and so we came to live in London for a time. Dann ging mein Vater hier zum Kriegsministerium und so lebten wir eine Zeit lang in London. Bis ich 16 war, hatte ich also meinen Schwerpunkt zwischen England und Irland. Das erste Haus, in dem wir wohnten, hieß Kenny Court und war nicht weit von der Curragh im County Kildare. Später lebte ich im damaligen Abbey Lees, dem heutigen Lees, in einem wunderschönen Haus namens Farmley. And we lived in a beautiful house there called Farmley. Then when I was about 16, I left. Als ich dann etwa 16 war, ging ich von Irland nach London. Meine Mutter war eine geborene Firth und hatte ein wenig Geld. Sie gab mir 3 Pfund pro Woche, von denen man damals noch leben konnte. She made me an allowance of 3 pounds a week. In those days, you could exist on 3 pounds a week. And I went to Berlin. Und ich ging nach Berlin. Dort war ich nicht sehr lange, aber ich war etwa 1927, 28 in Berlin, einem der großen Jahre der sogenannten Dekadenz. Und dann war auch das Berliner Nachtleben damals für mich sehr aufregend. Ich kam ja fast direkt aus Irland und allein schon den Kurfürstendamm hinunterzugehen war richtig aufregend für mich. So etwas hatte ich noch nie gesehen, denn ich kam ja aus dem irgendwie sehr puritanischen Irland in eine damals ganz offene Stadt. Wirklich aufregend. In dem Alter fasst man das gar nicht. Man wundert sich nur über alles, was um einen herum passiert. I then went to Paris, and
Anschließend ging ich eine Zeit lang nach Paris, wo ich in der Galerie Rosenberg eine Picasso-Ausstellung sah. Und ich glaube, damals habe ich gedacht, jetzt versuche ich auch zu malen. Well, that was about 19, I think it was about 1928. Then I tried to paint for a long, long time and practically nothing. Das war etwa 1928. Ich versuchte also sehr lange zu malen, machte aber praktisch nichts und fing noch nicht wirklich an. Ich hatte über lange Zeit nur kleine Jobs, aber als dann der Krieg kam, wurde ich nicht eingezogen, weil ich Asthmatiker war. Ich war also auf mich allein gestellt und fing dann wirklich an zu malen. Etwa 1943-44. Und was ich damals malte, ich hatte in der Lefebvre Galerie die erste Ausstellung zusammen mit Henry Moore und Graham Sutherland und anderen, und ich zeigte drei Studien zu Figuren am Fuß einer Kreuzigung. Was ich damals malte, wurde vom Publikum entschieden abgelehnt. Und ich erinnere mich noch, wie einer der üblichen stümperhaften Kritiker zu mir sagte, warum wollen Sie eigentlich etwas machen, was... '46 sah ich die Gemälde Francis Bacons zum ersten Mal. Sie fesselten mich so sehr, dass ich einfach über sie schreiben musste. Vielen anderen Betrachtern erging es ähnlich. An Francis Bacon schieden sich die Geister. 40 Jahre später wird die Auseinandersetzung um Bacon noch ebenso heftig geführt wie damals. Sein Werk berührt einen Nerv. Der Betrachter spürt, dass es eine wichtige Aussage zur Situation des Menschen macht. Und es stellt sich die Frage, ob diese Aussage übersteigert und eigenwillig oder unmittelbar und voller Schärfe ist. Eines ist sicher, die Person Bacon ist unmittelbar und scharf. Dieser Künstler zeigt eine bemerkenswerte Unabhängigkeit des Geistes, Kraft und Unbarmherzigkeit, und dies vor allem sich selbst gegenüber. 1949 traf ich ihn zum ersten Mal und ich habe seine Arbeit bis heute immer wieder begleitet. Wir führten endlose Gespräche über sein Werk und seine Arbeitsweise. Und doch bleiben beide ein Rätsel. Als du angefangen hast auszustellen, da fanden deine Gemälde doch gleich eine sehr starke, aber auch ambivalente Aufnahme. Diese Ambivalenz zeigt sich am besten in einer Äußerung des großen Raymond Mortimer aus dem Bloomsbury-Kreis. Er schrieb damals, würde Francis Bacon uns doch eine Rose malen? Anders gesagt, du warst ein herausragender Maler, nur warum musstest du dir ausgerechnet diese morbiden Themen aussuchen? So ähnlich wurde das doch damals aufgefasst. Und ich glaube, daran hat sich in den letzten 35 Jahren auch nicht viel geändert. I don't even know that the attitude has changed all that much in the intervening 35 years or so. But then if you think about, if we take that up about why doesn't he paint a rose? Bleiben wir einmal bei der Frage, warum malt er uns keine Rose, dann sehen wir doch, dass auch eine Rose sehr vergänglich ist. Diese wunderschöne Rose stirbt in ein oder zwei Tagen, ihr Kopf neigt sich und sie verwelkt. Ist der Unterschied zwischen einer Rose und meinen Inhalten denn dann so groß? Ich sehe nur einen Unterschied, nämlich den im Thema. Is there a great deal of difference between a rose and my subject matter, really? It's only a difference of subject matter. Und ich weiß auch nicht, warum es immer heißt, ich befasse mich mit schockierenden Themen. Ich finde sie nicht schockierend. Wahrscheinlich bekommt man dieses Etikett immer dann, wenn es einem gelingt, die Spannung des Lebens so direkt wie möglich zu vermitteln. As directly as you possibly can, the excitement of life, they have labeled that as being a horrific side. Ich weiß nicht, ob man glaubt, du wählst schockierende Themen oder ob man einfach meint, dass du selbst bei einem neutralen Gegenstand, wie einem Mann auf einem Stuhl oder einem wirklich schönen, wie einem Liebespaar,
irgendetwas Morbides oder Graunerregendes hineinbringst. Das versuche ich ganz sicher nicht in mein Werk hineinzulegen. Nur bemühe ich mich, die Wirklichkeit eines Gegenstandes so intensiv wie möglich zu erfassen. Und es kann sein, dass dabei dieses Element der Vergänglichkeit sehr stark mit hereinspielt. Denn je heftiger und intensiver du lebst, desto bewusster muss dir der Gedanke des Todes sein. The more strongly you must be aware of death. Die Atmosphäre eines Raumes beeinflusst mich sehr stark. Und so wusste ich auch gleich, als ich hierher kam, dass ich hier würde arbeiten können. Hier bin ich nun schon 22 Jahre. Wenn du zurückdenkst, ich weiß gar nicht mehr genau, seit wann das ist. Seit 61, glaube ich, 1961. Ich weiß auch nicht, wie man die Atmosphäre eines Raumes erklären kann. Vielleicht liegt es an der Bauweise. I suppose it's the form of construction. When you first saw it, was it the light that particularly made you like it? Gefiel dir vor allem das Licht? No, because I had the ceiling taken off this place. Nein, denn ich habe die Decke abtragen lassen. Und dann das Licht. Es war nicht ideal, weil es von Osten und Westen einfällt. Das ist nicht ideal. Aber ich wusste einfach, dass ich in dieser Atmosphäre arbeiten kann. Ich habe mir hier um die Ecke ein wunderschönes Atelier gekauft und es viel zu großartig hergerichtet. Herrlich, mit Teppichboden, wunderschönen Vorhängen, perfekten Lichtverhältnissen und allem. Aber ich brachte dort einfach nichts zustande. Ich war dort absolut kastriert. Es gelang einfach nichts. Aber hier musst du die meisten der Gemälde gemacht haben, die es noch gibt. Wenn man einmal annimmt, dass du nicht mehr so viele zerstörst wie früher. I think I have painted a great number of them here, yes. Die meisten wohl schon, ja. Deshalb hoffe ich auch immer, dass ich hier bleiben kann, bis ich tot umfalle. Aber das weiß man alles nicht. That's things one doesn't know. Große gegenständliche Gemälde wie deine sind ja recht ungewöhnlich. Und für figurative Darstellungen sind deine Formate sehr groß. Du musst also ziemlich genau im Voraus wissen, wie du eine oder mehrere Figuren auf der Leinwand anordnen willst. Well, yes, it is clear. Ja, natürlich, aber wie ich schon sagte, entwickelt sich das während des Malens. Ich mache vorher keine Skizzen. Ich entwerfe ein Bild nur ganz grob mit dem Pinsel, manchmal nur in ganz vagen Umrissen. Und ich weiß vorher auch nicht genau, wie es werden soll. Ich habe nur eine ganz allgemeine Vorstellung von dem, was ich machen will. Und die entwickelt sich dann im Verlauf meiner Arbeit. Wenn du von einer allgemeinen Vorstellung sprichst, fällt mir ein, du hast früher einmal zu mir gesagt, du könntest tagträumen und dabei alle möglichen Bilder sehen, die du malen willst und die dann wie Dias in deiner Vorstellung erscheinen. Ich habe mich immer gefragt, wie präzise, wie klar diese Vorstellungen sind, bevor du überhaupt anfängst zu arbeiten. Es sind keine sehr klaren, sondern nur sehr allgemeine Vorstellungen von dem, was ich vorhabe. Und es stimmt zwar, dass sie in meinen Tagträumen oft wie Dias auftauchen, aber diese Dias sind nicht sehr detailliert. Sie vermitteln nur einen allgemeinen Eindruck. Aber zum Beispiel eine Figur auf einem Bett oder zwei Menschen, die sich lieben, oder... Ja, schon. Aber das entwickelt sich auch wieder während der Arbeit. Manchmal werden sie präzisiert und manchmal werden sie auch völlig anders. Hier kommt etwas herein, über das wir schon oft gesprochen haben, der Zufall oder wie du das auch immer nennen willst. Aber das spielt erst dann eine Rolle, wenn man schon angefangen hat. Und du meinst, Fotografien sind dir dabei eine Hilfe? See, I use photographs rather than the paper in the way that people use models.
Ich verwende Fotos so, wie andere Maler Modelle oder Gegenstände oder was auch immer verwenden. Denn eine Fotografie hemmt mich viel weniger als ein Modell, das vor mir sitzt. It's true to say that in portraits that I've done, that I've only done portraits of people that I know already. Es stimmt, dass ich nur Porträts von Menschen gemalt habe, die ich schon sehr gut kannte und die ich oft gesehen hatte. Denn ich habe immer noch Fotos von ihnen, auf die ich zurückgreifen kann, einfach um mein Gedächtnis für ihr Aussehen zu trainieren. To jog my memory as to what they, how they looked. Liegt die Herausforderung, einen Menschen zu porträtieren, für dich auch darin, dass du spürst, wie leicht eine Karikatur entsteht und welche Gefahr darin liegt? Ich glaube nicht, dass darin die Herausforderung liegt, aber ich denke, dass du dich oft der Karikatur näherst, wenn es dir gelingt, die Intensität der Erscheinung einer Person wirklich zu vermitteln. And I think this is one of the reasons that the most people go to the most academic. Wahrscheinlich gehen auch deshalb so viele Menschen zu einem konventionellen Maler, wenn sie ein Porträt von sich haben wollen. Aus irgendeinem Grund ist ihnen eine Art Farbfoto lieber als die Vorstellung, so eingefangen zu werden, wie sie wirklich sind. Wenn ich dich ansehe, denke ich, ich sehe dich. Aber das stimmt nicht. Ich kann nicht einfach erklären, was du bist. Ich sehe dich und könnte dich fotografieren, aber dann wüsste ich immer noch nicht, was deine Wirklichkeit ist. Man müsste eine Technik finden, durch die alle Schwingungen der Wirklichkeit einer Person herausgebracht werden. You can give over all the pulsations of a realism, of a person. Ich rede Unsinn. Nein, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie das gelingen könnte. Die Schwingungen? Ja. Giacometti used to say that for him the difference between a live being and a skull was the gaze. Giacometti sagte immer, der Unterschied zwischen einem Lebewesen und einem Totenschädel liege im Blick. Und er versuche, den Blick zu erhaschen. Anders gesagt, er konnte diese Schwingungen definieren. Würde dir das auch gelingen? Giacomettis Definition ist doch sehr eng. Ich denke nicht, dass es nur der Blick ist. Schließlich nimmt man die gesamte Struktur einer Person wahr. Natürlich hat Giacometti recht. Der Totenschädel ist abstrakter, weil er keine Augen hat. Aber da ist ja auch noch die Nase, der Mund, die Zähne, die Zunge, die Lippen und alles andere. Auch das ist ja da. Er definiert also sehr eng, wenn er sagt, es sei nur der Blick. I mean, I know that now, with all the modern. Wie will man mit all den modernen Errungenschaften, den mechanischen Hilfsmitteln, Kino und Film und allem anderen, die Wirklichkeit einfangen? Wie willst du eine Erscheinung einfangen, ohne sie einfach abzubilden? Das ist eine der großen Auseinandersetzungen und eine der großen Herausforderungen des gegenständlichen Malens heute. And so, I think a painter. Deshalb meine ich, dass ein Maler, wenn er das Leben darstellen will, eine sehr, sehr viel intensivere und stärker reduzierte Form finden muss. Gewissermaßen die Intensität einer raffinierten Einfachheit.